Hallo, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Heute mal was Neues. Wir fangen mal direkt im Hyperraum an. Hatte man auch noch nicht. So, wir sind. Wo sind wir dann? Auf dem Weg zum Carrier. Es sind noch ein paar Sprünge, nicht so viel eigentlich. Ja, dann noch 8 Stück, das geht noch. Ich komme ein bisschen einen Sprung weiter als beim letzten Mal. Mir ist sogar ein Fehler passiert. Das, ärgert mich, aber das ist mir jetzt egal. Es geht los, mit zurückzuspringen. Das kollidiert jetzt auch mit dem Vorhaben, die Folge aufzunehmen. Letztes Leben habe ich noch einen Terraformierbarer vergessen. Der war nur 14.000 Lichtsekunden entfernt, wollte ich eigentlich noch vor der Aufnahme machen, habe es aber vergessen. Und da war ich schon im Überraum. Naja. Das ist dann quasi meine gute Tat. Für andere Explorer, die auch mal hier vorbeikommen. Da denkst du, ach guck mal hier, der Time Agent, das ist hier ganz nett. Der lässt uns auch noch was sogar mit Detail scannen. So ein bisschen was für den Ruf machen fürs Karma. So. Carrier, dem habe ich schon den Auftrag gegeben, Sprung weiter zu machen. Sprich, der, ich habe keine Ahnung, wann ihr springt, wie die zweite momentan sind. In das System, wo wir eh unser Ziel gesetzt haben. Aber ja, wir können auch gerne noch weiter springen, wenn die Carrier noch nicht da ist. Oder generell, wir springen noch weiter. Sorry, weil ja, ich habe noch keine Lust auf die Carrier zu fliehen. Wir waren ja erst dort. Insofern können wir noch ein bisschen fliegen. Ja, sonst schon nichts verpasst. Ihr seht, sind immer viele rote Zwerge da. Wir können uns mal die Route angucken. Oder generell, ob es schon erstrebenswert wäre, umzuschalten. Also quasi ihr Filter zu aktivieren von der Sterntype. Das können wir uns auch nur mal angucken. Wieder Stau im Hyperraum. Oh, hier können wir eigentlich noch was gönnen. Yay. So, dann ziehen wir einfach mal hier vorbei. Nehmen noch ein bisschen Sprit mit. Okay, das sieht M-Stern typisch aus. Da will jemand eine Extrawurst, wie es scheint. Moin Franklin. So, da ist nichts. Lass uns mal kurz gucken, wie es so auf der Karte ausschaut. Ja gut, Sternmangel haben wir jetzt hier definitiv nicht. Warte mal, wir schalten gerade mal hier um. Das wäre so unsere Filterung und die, also das übliche halt, die paar sind ausgegraut, die wollen wir dann nicht wirklich haben. Könnte man so mal probieren, weil hier ist hier eigentlich, hier ist genug, hier ist mehr als genug. Dann können wir gerade mal, dann müssen wir gar nicht mal die Route irgendwo hierher, würde ich sagen. Ach, Moment, Moment, Moment. Das hier. Zack, zack. So, die Route nochmal neu plane. 6 Sprünge. Ein Rand frei. Da ist der ja. Moment, müssen wir noch mal kurz sicher sein, aber gucke, der ist doch nicht hier in der Nähe, oder? Mrya. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich würde mal vermuten, das ist ein Kolonia. Ja, muss, weil Shadowmaker ist ein Generator Desra, das sind 30.000. Kolumbus ist 30.000 in eine andere Richtung.
Und Franklin ist dann sehr wahrscheinlich in Kolonia. Das ist momentan auch weit genug weg, das ist okay. So, dann harren wir mal der Dinge, die wir finden. Und was machen wir währenddessen? Ja, damit es nicht überhand wird. Hat nur wenige Filme nachzutragen, weil ich bin ja, ich gucke ja gern Biathlon. Und das ist halt momentan in der Endphase. Das heißt, dieses Wochenende sind die letzte Rennen in Kenmore. Und letzte Woche war es in Soldier Hollow in Amerika. Und da sind die Übertragungszeiten. Die kollidieren so ein bisschen mit der Zeit, wo ich normal Filme gucke abends. Deshalb sind es ein paar wenige. Moment, 16 Repeat, okay. Ich glaube, ich müsste anfangen mit Ghostbusters 2. Den habe ich endlich mal geguckt. Ich habe den wirklich noch nie gesehen. Das Einzige, was ich von Ghostbusters 2 kannte, ist dieses, ja, das Gemälde von dem Bösewicht. Das ist relativ bekannt. Das kenne ich eigentlich auch fast nur davon. Damals in alle Computerspielzeitschriften gab es ja auch ein Spiel dazu, das muss furchtbar gewesen sein und da bei der Vorberichte und allem, ich glaube sogar, vielleicht sogar auf dem Cover, ich weiß es nicht, also das Ding war halt, das Bild, das Gemälde war omnipräsent und das ist alles, was ich davon wusste. Und ich war wirklich ein bisschen erschrocken, wie schlecht der Film ist im Vergleich zum Vorgänger. Weil, also das fühlt sich an wie eine Ansammlung von Szenen, die teilweise nicht mehr funktionieren, beziehungsweise überhaupt keinen Impact haben. Und es ist überhaupt kein Fluss von der Geschichte da. Und das hat der erste ja so gut gemacht. Der hat schöne Einzelszenen, an die man sich erinnert, aber das hat alles, ja, die haben ineinander gegriffen. Das war eine Handlung für sich. Und hier so überhaupt nicht. Ja, das Einzige, was bei dem Film funktioniert oder was gut war, war natürlich wieder das Zusammenspiel zwischen den Ghostbusters, also das ist herrlich. Argon, das ist wahrscheinlich... Das hat funktioniert und was haben wir dann da? Oh, Argon, geologisch 2, biologisch 3. Ossa. Aber hallo, das gucken wir uns an. Genau, also ich war von dem Film nicht so begeistert. Also gut war noch, dass Sigourney Weaver und Rick Moranis dabei waren, also die ganze alte Rolle, aber der hat so viele Probleme. Das ist ja ein kompletter Anschlussfehler, der Film. Der Film an sich, der spielt nur im zweiten, aber trotzdem fängt er an wie die erste, dass wir da niemanden glaubt im Paranormale, obwohl beim ersten Film halb New York draufgegangen ist. Und, ach nee, ich war erschrocken. Also man kann ja noch gucken, hat ein paar schöne Gags drin, aber gerade im Vergleich zum ersten halt voll die Enttäuschung irgendwie. Dann gab's Dog Soldiers, auch ein Rewatch. Das ist der Werwolf-Film von Neil Marshall von 2012 rum, irgendwo um den Dreh. Wo so Soldateneinheit auf so einer, ja, eigentlich Übung in die schottische Wälder ist. Aber ja, da kriegt es mit Werwolf zu tun. War doch ein bisschen überrascht, dass der Film sich fast zum Kammerspiel entwickelt, in so einer verlassenen Hütte. Der Anfang ist furchtbar von dem Film. Dialoge aus der Hölle bei so einem Pärchen, wo zuerst drauf geht. Kameragewackel aus der Hölle. Beim nächsten Schnitt ein Charakter aus der Hölle, so voll der Assi-Anführer von so einer wirklichen Spezialeinheit. Aber dann wird es halt besser. Dann kommen halt die quasi Hauptdarstellerin und so andere Soldatengruppen, die sind zwar auch, ihr Soldaten sind teilweise ein bisschen großmäulig in Filmen halt, aber da hat jeder noch Charakter und so, die kann man auch, mit denen kann man mitfiebern, das ist alles in Ordnung. Ja, und mir macht da immer noch Spaß, der Film. Da geht gut was ab, naja. Der zitiert halt wirklich viel Horror-Klassiker wie Night of the Living Dead oder wie heißt der von Carpenter? Assault on Precinct 13. Ja,
irgendwo verschanzt sich jemand von draußen, wenn du jemand hinkommen ist, genauso hier, aber das ist gut gemacht, die Werwölfe sehen super aus, ab und zu ein bisschen blutig, denn da kann man noch ran, die Story ist jetzt nicht so überraschend, das kann man quasi schon 10 Meter gehen, Windriese, was da kommt, aber ja, ne, der hat mich wieder überzeugt. Was gab's dann noch? Ah, oh, Dead End. Tote Ameise. Ja, so ein Tierhorrorfilm. Ein ganz amüsanter Cast. Tom Arnold, der Jake Busey und der Sean Astin war auch noch dabei. Also der Samwise Gamgee aus Herr der Ringe. Allerdings nur in einer Kurzrolle. Der war wahrscheinlich ein bisschen teuer. ja, war so eine Rockband, die beste Zeit hinter sich hat. So Glamrock-Band hat man so mit alle Klischees. Wir sind halt auf dem Weg zum Festival irgendwo in die Wüste und wollen halt vorher noch, bevor sie dort auftreten, einen Stopp machen, um zusammen Drogen durchzuziehen und sich nochmal auf ihre Qualität beziehe und neu erfinde, super Song schreibe. Da hole sich halt dope von so einem, wie sagt man heute, politisch korrekt, Native American. Der halt so der krasseste Shit überhaupt andreht. Allerdings mit einer Warnung, sie solle die Natur respektvoll behandeln. Ja, so Rocker machen das halt nicht immer. Zumindest sind deine Filme. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Natur rächt sich in Form von zu groß geratene Feuerameise und ja. Die CGI-Effekte sind grottenschlecht. Also das ist teilweise unter Asylum-Niveau. Er hat ein paar schöne Ideen. Das Drehbuch macht eigentlich auch nur das, was man erwartet. So, wir gucken jetzt, was ich erst Fumarole, Geysire, Bacterium, Fonticula, Fumarola. Oh ja. Fumarola. Deswegen sind wir hier. Das Drehbuch macht genau das, was man erwartet. Es ist nicht originell. Ja, es ist irgendwie schade, weil er ist in Ansätze ist er ganz klar über Asylum, aber dann teilweise auch wieder nicht, wenn es auf die Effekte geht oder so, auf die allgemeine Machart. Ja, es sind ein paar schöne blutige Effekte drin, da kann man nichts sagen. Und das ist also ein Film, der könnte viel besser sein. Er hat Voraussetzungen, um wirklich ein schöner Spaß zu sein, aber er macht halt einfach gar nichts draus. Das ist einfach nur ein bisschen schade. Keine Ahnung, vielleicht war wirklich zu wenig. Okay, Moment, das ist mal ein bisschen zu uneben da, ne? Und Ausläufer, das kriegen wir hin. Ist ein bisschen schade. Also so mit so einem Herz für Trash-Filme oder so Tier-Trash der Art kann man das schon mal gucken. Da gibt es echt viel, viel Schlechteres, aber so richtig gut ist er halt leider auch nicht. Und dann haben wir 0,06 geht, das ist in Ordnung. Dann gab es genau gestern Abend frisch The Ring. Okay, gut, frisch, der Film ist jetzt auch schon wieder über 20 Jahre alt. Ihr erinnert euch, Gore Verbinski, dieses Remake von dem J-Horror-Film Ringu, glaube ich heißt der, wo damals voll der Hype war. Also das war ja eine Jüngere galt das sogar als Mutprobe in den Film zu gehen und also wirklich voll der Hype. Ich habe ihn damals bewusst deshalb ignoriert, weil mir war das zu viel Hype und in der Regel ist das so, wenn irgendwas zu viel Hype hat, dann enttäuscht mich das, wenn ich eine neue gucke, gab es zu viele Beispiele. Insofern gucke, habe ich denn damals ignoriert und ich habe mir gedacht, komm, ein Horrorfilm-Podcast, wo ich immer höre, der hat dann halt besprochen und dachte ich mir, komm, guck schnell halt immer. So, Moment. Von Fumarola Nitris, Pfirsichfarben. Sehr schön. Wunderbar. So, geht gleich weiter mir. Holt uns erstmal. Ich glaube, die ist ein bisschen was wert, die da. Okay, Fumarola kann man hier immer mitnehmen. Das ist hier immer interessant. Okay, muss ich mich erst dran gewöhnen, dass die Orca wieder so groß ist.
Ja, sind die Dinger. Und wir haben 7,5 Millionen. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja, guck mal, dünn ist sogar ist hier. So. Ja, Carrier. Geh weg, ich will ein Bild machen. So. Ja, genau. Damals, wie gesagt, ignoriert. Das ist mal immer suspekt, wenn ein Film so gehypt wird. Und, ja, gestern haben wir geguckt und was soll ich sagen? Ich würde recht, dass ich ihn ignoriere. Er ist nicht schlecht, nee, das ist geil. Der ist, das wäre nicht fair, wenn man sagt, dass der Film schlecht ist, weil der ist schon kompetent gemacht. Naomi Watts machte, denke ich, einen super Job als Hauptdarstellerin. Das ist gut. Er sieht scheiße aus, aber die Kameraarbeit ist gut. Über dem Film leid über allem leid so ein Grünstich. Also so bewusst die Entscheidung, dass so Grünfilter, das soll halt so ein bisschen kränklich und so ein bisschen unnatürlich wirken. Ich fand es einfach nur so schrecklich hässlich. Sorry. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das ist schade, weil halt wirklich ein paar schöne Kamerashots drin sind. Der hat schöne Motive teilweise, aber dieser Grünfilter, ich weiß nicht. Also das ist halt einfach nicht mehr Stil. Es gibt Leute, die können damit aus künstlerischer Hinsicht was anfangen. Ich kann es nicht. Punktlandung. ich bin so relativ unempfänglich für Kunst. Und insofern, ich fand das einfach nur hässlich. Also nur Farbfilter. Die Aufnahme hingegen nicht die... Also der Kameramann, der wusste schon, was er will oder was er macht oder der Regisseur, was er will. So ist es ja nicht. Wie gesagt, schauspielerisch Naomi Watts geht völlig klar, hat sie gut gemacht. Nützt halt nichts, wenn sie halt die Ensicht ist, weil ihr Sohn war absolut nervig. So ein, wir hatten zuletzt Sixth Sense, wir wollen nochmal so creepy Kind. Ach, nee, einfach nein. ja, dann, was mich gewundert hat, am Anfang. Also der Anfang hat mir sogar noch am besten gefallen. Moment, müssen wir sehr schmutzig. Da. Hallo? So. Ich wollte das Ding scannen. So, ein Stickstoff-Eisfumarol. Am Anfang. Also man sagt, Serien kennt man ja als Horrorfilm. Anfang habe ich gedacht, okay, cool. Der Anfang ist nämlich, hat mir noch am besten gefallen, wo halt, da sind halt so zwei Teenies halt auf dem Zimmer. Ja, und wo sich halt über das Video in der Halle, dass es das gibt scheinbar. Also so die typische Urban Legends, wo man sich dann halt so erzählt. Und genau, und das, dann stellt sich raus, das Ende von denen hat den Film doch schon geguckt und dann geht halt so der dezente Grusel los. Und das ist halt, das ist gut gemacht, hat zwar. So, Scan ist fertig. Ein paar zu viele Fake-Scares, aber das halte ich noch alles im Rahmen. Es ist atmosphärisch inszeniert. Habe ich gedacht, oh cool, das könnte was wäre. Und dann shiftet der Film halt danach er shiftet dann halt komplett zu so einem Investigativ-Thriller. Was prinzipiell ja okay ist, mag ich ja auch. Nur irgendwie hat das, also sie, Naomi Watts spielt so eine Reporterin, tut halt dem Ganzen auf den Grund gehen, wieso und weshalb, was mit dem Video auf sich hat oder dass es überhaupt ein Video gibt. Und ja, Abdo Investigativ-Thriller halt, fanden halt nicht ganz so überzeugend, teilweise ein bisschen arg drüber, teilweise ein bisschen langweilig, aber danach wieder in Elemente gut. Stickstoff-Eisgeist hier, sehr schön. So, was haben wir hier noch? Andere Biosignale, zumindest die Bakterie hätte mich noch interessiert. Also, können wir hier eventuell noch ein Bild machen. Och jo, klar, wenn ich ein Bild machen will, dann höre ich ihr Ruf. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt
wollt mich doch verarschen. Das ist nicht schön. Daneben nicht. Ja. Wie gesagt, ich war jetzt nicht so ganz davon überzeugt, nur am gegen Ende kommt nur mal richtig dezent die Gruselszene, die auch super getrickst ist, wo das Mädchen dann halt aus dem Fernseher rauskommt. Das ist richtig gut gemacht. Also das sieht cool aus, so richtig schön flüssig, sehr schaltig als Video und dann steigt es halt aus dem Fernseher raus. Das ist gut gemacht. Das, ja, da haben schon Leute mitgemacht, die es können. Aber mich hat der Film halt nicht so überzeugt. Er ist solide. Gerade noch solide, kann man gucken. Aber das ist es, wie gesagt, nur meine Meinung. Es gibt auch Haufen, die feiern den Film total. Ich bin es jetzt halt nicht. Wieder so das Übliche. Das sind von Marola, die Hammer. Ja, wenn so Filme gehypt wären. Naja, da bin ich eher. Ich weiß nicht. Das hat mich schon mal so, also es ist schon öfters passiert damals, habe ich auch The Big Lebowski ignoriert, weil das war mir einfach zu viel Hype. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, guck schon mal, vielleicht haben die Leute ja recht und ich verstehe bis heute nicht, was an dem Film so kultig sind soll. Ich verstehe es nicht, der Film ist langweilig, also komplett. Also der ist auch nicht schlecht gemacht, aber der gibt mir überhaupt nichts. Es ist dasselbe Spiel mit Dark Knight Rises. Totaler Hype, was Heath Ledger für eine super Rolle als Joker spielt, was das für so ein guter Batman-Film wäre. Ja, mein Gott, der Film ist gut, aber das war's dann halt. Heath Ledger ist gut, aber auch nicht herausragend und Batman ist das für mich halt gar nicht. Das hat für mich null mit Batman zu tun. Vor allem, weil der halt einfach nur in New York spielt und nicht in Gotham City. Also so mein Eindruck. Und das nimmt halt für mich komplett Charme. Und ja, der Film ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Guter Film, aber gemessen am Hype, bah, lass mal. Naja, so ist es halt. Hype von Tigula Campestre Smaragd. Komm, wir nehmen das einfach mit hier. Lässt sich relativ okay landen. Hoffe ich. Die Bakterien interessieren mich halt auch noch, was halt hier ist. Genau, das war die letzte Filmausbeute. Ab nächste Woche kommt hoffentlich wieder ein bisschen mehr. Und dann ist Biathlon rum. Naja, da habe ich wieder mehr Zeit, weil sonst läuft das hier immer nur mittags oder nachmittags. Das ist ja vollkommen okay. Aber jetzt halt, wenn es Übersee ist mit der Zeitverschiebung, ja, okay, dann. Dann kommt es halt nur abends und das kollidiert ein bisschen mit dem, was ich sonst gucke. What the frick? Das wissen wir schon, danke. In welcher Zeitzone bin ich denn? Wieso will ich. Ach so, ich bin andere Zeitzone, möglichst weit weg von dir. nee, ich bin ja hier weiter im Osten als du, da gehen die Uhren halt an der Start, da muss man umstellen. Sobald man der Arcadian Stream kommt, muss ich die Uhr ein bisschen umstellen. So, reicht das doch schon? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Ah ja, das sind jetzt überhaupt die erste Biosignale seit dem Carrier-Besuch natürlich. Ja, da kann man schon mal mit Fumarola anfangen, oder? Das ist nicht das Schlechteste. Ah ja, es war natürlich dann. Oh, das war sogar ein neuer Codex-Eintrag, die Fumarola, obwohl wir hier im Acadian Stream sind und schon einiges gemacht haben. Das ist sehr nice. Funticulo war natürlich nicht. Doch? Nee. Funticulo aber sind nicht. Auch nicht der Farbtyp. Aber der Stickstoff-Eisgeist hier, der war sogar neu. Und der Stickstoff-Eisfumarol. Wow. Cool, haben da noch ein paar neue Codex-Einträge abgestaubt. Das ist nicht schlecht. So.
gucke hier nur, ob man irgendwie ansatzweise was von Bakterien sieht, aber bisher noch kein Glück. Naja. Hab ich so weit weggeparkt. Ah, du musst mich immer bisschen. Wo ist denn hier das Cockpit? Ganz vorne oder was? Scheinbar. Ja, logisch, das Cockpit ganz vorne. okay. Brainbug. Oh, guck mal, das ist doch ein schöner Hintergrund, das da. So kann man das doch. So kann man doch die Folge beenden, oder? Oh ja, guck mal, das ist doch wesentlich ansehnlicher als da hinten. So, genau, mit dem Anblick verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch ein tolles Restwochenende und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.